Hallo Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 4. Im letzten Part haben wir diesen Wasserfall ausgeschaltet und nun befinden wir uns direkt dahinter. Und hier soll es ja, laut einem Brief, den wir gelesen haben, ein für uns wichtiges Item geben. Wow, was sind wir denn hier? Entweder Kerzen und solche Vasen hier. Können wir die kaputt? Ne, können wir natürlich nicht. Okay, was ist das denn hier? Prüfen. Runde Insignie nehmen. Natürlich. Du erhältst Runde Insignie. Wow, das sieht... Wow. Das Tor geht gleich auf dahinter. Und wir werden angefunkt, von Hannigan bestimmt. I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Verstanden. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Wo führt uns denn dieser Weg hin? Ich bin gespannt. Erstmal Ladevorgang. Okay, und Fässer. Wow, Fledermäuse, geht da weg. Wow. Ich dachte schon, was quietscht hier so? Hier liegt ein Boot. Aber ansonsten scheint hier nichts zu sein. Nee. Gut, steig mir ein. Und fahr mal den einzigen Weg entlang, den es hier gibt. Ladevorgang. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg, sage ich euch. Und hier sind wir wieder bei einem Händler. Es sieht zwar ähnlich aus wie bei dem wir beim letzten Part waren, aber ist nicht derselbe, glaubt mir einfach. Aha. Ja, oben rechts waren wir beim letzten Mal, jetzt sind wir hier. Gut. Und da müssen wir dann hin und da ist noch ein... Was? Mini-Auftrag. Ach so, da ist noch eine Medaille, verstehe. Gut. Ich glaube, ich weiß... wo wir sind. Erstmal die Munition mitnehmen. Da wird es nach oben gehen, aber erstmal wollen wir alles andere einsammeln. Hier ist ein Fass mit nichts drin. Na, vielen Dank auch. Und eine Schreibmaschine, immer gut. Und hier hinten ist vielleicht noch irgendwas versteckt. Hoffe ich jetzt mal. Ja, ein Fass zumindest, mit Geld drin. 1500, ja, sag ich nicht nein. Okay, Händler. Hallo, Typ. Wow, der hat wieder üble viele Waffen hier und alles mögliche. Ja, meine Red 9. In x-facher Ausführung. Du bist krank, mein Freund. Erstmal sehen, haben wir noch mal was zum Verkaufen? Ja, haben wir. Ganz viel. Wow, 3000 würde das geben. Soll ich... Nee, das ist einmal volle Heilung. Das wäre schwachsinnig, das verkaufen würde eigentlich. Ich verkaufe erstmal den... Ja, die 3 Spinelle. Den Bernsteinring für 10.000. I'll buy it at a high price. Die Geschichte in dem Ring ist fühlbar. Okay. Katzenauge, nicht verkaufen. Gut. Gut. Ich will hier auf Schätze. So. Denn wir können jetzt hier, diesen grünen Edelstein, können wir jetzt hier, zack, in diese Maske einfassen lassen. Oder wie man dem auch immer sagt. Jetzt ist dieser Stein in der Maske drin. Untersuchen, zeig mal her. Der grüne Stein in der Mitte, den haben wir jetzt da eingefasst. Jetzt ist die Maske zwar mehr wert als der Stein einzeln und die Maske, aber wir können den Wert immer noch steigern. Ich frage mich gerade, ob ich den verkaufen soll, aber ich glaube, ich warte noch. Erstmal sehen, ob ich noch was tunen soll. Das lohnt sich ja. Feuerkraft meines Schrotgewehrs erhöhen und die Kapazität natürlich. Weil wir wissen, ich habe ja eh nie Platz in meinem Inventar, deswegen muss ich da ein bisschen vorsondieren. Gut, erstmal wieder speichern. 2-1 und zum 11. Mal gespeichert und 2-3/4 Stunden gespielt. Alles klar. Gut, dann hier oben geht's weiter, ja. Da geht's weiter. Gut. Ich frage mich gerade, was hier... Doch, ich war... Oh Gott, ich weiß, was jetzt kommt. Oh, verdammt. Weiß es jemand von euch auch? Dann wünsche mir viel Spaß. Nee, wir werden es gleich sehen. Erstmal hier. Ist grünes... Oh, grünes Kraut. Ja, das kombiniere ich und dann habe ich ein dreifaches grünes Kraut. Das ist, glaube ich, wieder komplett volle Heilung. Genau. Gut. Und hier werden wir wieder zum See gehen. Können wir da lang? Ja, können wir. Wir könnten nochmal da lang. Aber wollen wir das eigentlich? Wow. Hier sind nochmal Gegner. Wow.
Wow, das wusste ich gar nicht. Oh Gott! Geht weg! Geht weg! Mann, ihr verbraucht meine ganze Munition! Ah! Stirb! Hallo! Stirb endlich! Bam, bam! Wow! Nein, natürlich so ein Vieh! Natürlich so ein Mistvieh! Stirb! Stirb jetzt! Hallo! Ah, ich treffe nicht! Ah, noch einmal, komm, 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 komm! Ah! Stirb doch jetzt! Geh weg da! Jetzt ist es kaputt, danke! Das hat einiges gebraucht. Da unten sind noch mehr Gegner, habt ihr es gesehen? Ist hier drin vielleicht noch was? Wieder? Erneut? Ja, das Fass steht wieder da. Da ist wieder Geld drin. Geil! Sag ich nicht nein. Okay, gehen wir nachsehen, ob da noch mehr Gegner sind als nur der hier. In die Beine. Komm schon. Bam! Sehr gut und BAM! Ha! So. Und den Rest kriegst du mit meinem Messer. Wow, scheiße, scheiße, scheiße. Bam! Weg mit dir. So, und vernichten. Ja, bleib liegen. So. Bleib ja liegen, du Misttyp. Okay, der droppt nichts mehr. Okay, ja. Ich glaube, das reicht dann auch mit unserer Erkundung. Wir gehen weiter. Ja. So weit zurück will ich dann auch wieder nicht. Es wäre ja ein bisschen übertrieben eigentlich. Deswegen, nö, passt. So, Ladevorgang. Wo ist... Ach so, jetzt sind wir hier. Ach so, ach so, ach so. Oh oh. Was bedeutet das? Nein, wir sind eingesperrt. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Was tut ihr da? Sie machen ein Riesentor auf. Und ziehen... Muskulos, Muskulos. Was labert ihr da? Sie ziehen irgendwas aus dem Tor. Wow, das ist übel stark zu sein scheint. Oh Gott, was ist das? Ja. Bedeutet so viel wie Scheiße. Oh, verdammt. Ja, meine Leute, das ist ein El-Gigante, von dem wir bereits gelesen haben. Seht euch an, wie schnell er aus diesen Typen hier Kleinholz macht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bam, Treffer versenkt. Und gegen den sollen wir jetzt kämpfen? Na, vielen Dank auch, Spiel. Hier hast du Wundgeruch, Typi. Wow, gegen den muss ich jetzt kämpfen. Okay, okay. Okay, okay, das kriegen wir hin. Bam, 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 bam. Wow, oh, oh, das war knapp, Stadt. Das war knapp, das war knapp. Immer ins Gesicht ballern. Hier, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das. Und durch die Beine. Scheiße, er hat mich, er hat mich, er hat mich. Er hat mich. Schnell, befreien. Damn. Fuck, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Schnell, 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 heilen, 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 heilen. So. Okay, mir geht's wieder gut. Und ich werfe eine Granate. Ja, 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 das war gut, das war gut. Jetzt taucht hier so ein Parasit auf. Und den müssen wir, klettern, ja, den müssen wir jetzt besiegen, mit Schneiden. Komm, Leon, töte ihn, töte ihn. Komm, 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 komm. Scheiße, 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 scheiße. Ja, so müssen wir den down machen. Aber natürlich hat der Parasit noch nicht genug. Aber ich wechsle mal die Waffe. In den Kopf. Was? Was passiert jetzt? Da, der Hund! Mit seinem verletzten Bein! Das ist der... Ja, das ist der Hund, dem wir geholfen haben im zweiten Part, glaube ich. Er kommt uns zur Hilfe! Geile Sache! Wow, 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 wow. Ja, oh Hund, pass auf! Der Hund, er lenkt dieses Ding ab. Er lenkt ihn ab, damit ich ihn mit meiner Schrot bearbeiten kann. Geil. Moment, er ist schon wieder soweit. Der Parasit zeigt sich. Ich nehme jetzt mein Sturmgewehr, weil das übel stark ist und versuche ihm damit zu schaden. Gut zielen. Bam, jawohl. Komm schon, nochmal. Bam. Jawohl, jawohl, es hat gereicht. Es hat gereicht, das war's schon. I, bist du hässlich. Leon, Vorsicht, nicht, dass er auf dich drauf fällt. Vorsicht. Das war knapp. Aber gut, er ist kaputt. Wow. Okay, und wir können wieder raus. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Gut. Aber der Hund ist jetzt weg. Okay, Hund, falls du mich noch hörst, ich danke dir viel, 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 viel mal. Und da ist natürlich eine Moral dahinter, Leute. Quält keine Tiere. Wenn Tiere in Not sind,
Helft ihnen, sie werden es euch danken. Zum Beispiel so, wie es jetzt gerade der Hund bei Leo getan hat. Ja? Gut, dass wir das geklärt haben. So, untersuchen wir mal diese Hütten hier. Spinell, ja, Geld und Munition und... Ah, du störst. Einfach so Zerstörungswut walten lassen. Ja, dieser L-Gigante könnte diese Häuschen eigentlich auch zerstören, wenn er dazu kommen würde. Ich weiß nicht, ob dann gewisse Schätze weg wären, aber auf jeden Fall, er wäre fähig, die zu zerstören. Aber so schnell wie das gegangen ist, kein Problem. So, Munition aufgesammelt, Geld und die machen wieder kaputt. Ich weiß nicht, warum ich das tue, einfach weil ich es kann. Ist hier noch was? Nö. Nö, 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 alles in Ordnung. Und Hütte Nummer 3. Da ist TMP-Munition, Spinell, eine blöde Lampe, die jetzt kaputt ist und grünes Kraut. Oh, ich kann wieder kombinieren und wieder ein Ultra-Kraut hergestellt. Perfekt. Perfekt. Ja, das da drehen, das muss dahin, das sieht ein bisschen schöner aus. Und, Moment, kann ich da irgendwie... Nee, ich kann nicht kombinieren, aber ich kann die Waffe einfach laden und dann sind die zwei Schuss auch weg. Gut, 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 gut. Seht euch das Vieh an, es ist riesig. Es ist riesig. Ne? Wow, die Augen, wie sie richtig aus den Höhlen hervortreten. Die Blutlache hier. Wow, wäre das jetzt ein übler Schockmoment, wenn der Typ sich noch bewegen würde oder mich nochmal anbrüllen würde oder irgend sowas. Wow, das wäre ein übler Schocker hier, den man hätte einbauen können. Aber zum Glück wurde der nicht eingebaut. Ich bin froh. So, hier ist nichts mehr. Da auch nicht. Okay, wir können zurück. Wir müssen ja jetzt zur Kirche, die wir jetzt mittlerweile öffnen können. Oder ich glaube zumindest, dass wir die öffnen können mit dieser Insignie. Oh, und es regnet immer noch wie Sau. Dahin. Das gehört immerhin dahin. Der blöde Fisch braucht viel zu viel Platz. Na, ich kann nicht mehr Munition da reinmachen. Das ist Kacke. Aber das gehört da unten hin, zu dieser Waffe. Dann haben wir da 1, 2, 3, 4 Plätzchen haben wir noch frei. Gut. Muss man immer aufpassen, falls man irgendwas Tolles findet. Hier rüber. Gut. Ist hier drin vielleicht wieder was? Ja, die Kisten sind wieder da. Da war die Schlange drin. Jetzt ist da nichts mehr. Okay, und hier ist auch nichts mehr drin. Okay, doch. Doch, Brandgranate. Cool. Cool, cool, cool. Wir nehmen die Schrot. Weil ich weiß, was jetzt für Gegner kommen. Die sind übel. Beim ersten Mal habe ich mich so erschrocken. So, jetzt leise und vorsichtig. Da oben. Habt ihr es gesehen? Ich zeige euch das Vieh nochmal. Da steht's. Eine Art Wolf. Eine Art Hund. Aber nicht so ein netter Hund, wie uns gerade geholfen hat. Nein, es ist ein böser Hund. Bam! Jawohl, erwischt. So, und direkt wechseln auf die Schrot, denn sie kommen jetzt auf mich zu. Komm, 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 komm. Ja, diese Viecher sind übel. Die Viecher sind echt übel. Die müssen wir so schnell wie möglich erledigen. Okay, sie halten zum Glück nicht so viel aus. Das ist mein Glück. Gewehrmunition, jawohl. Sind da noch mehr Hunde? Ja, da, natürlich. Im Blitzschein hat man ihn gesehen. Ich will aber... Ich habe noch eine Brandgranate. Ich will die benutzen. Und... Frisst das! Ich hoffe, ich treffe. Pistole reicht, komm. Ja, es klingt so, als hätte ich getroffen. Na, bist du? Ja, du bist kaputt, gut. TMP-Munition eingesammelt. Wunderbar. Wunderbar. So. Ist hier jetzt noch irgendwie was? Habe ich da hinten noch eine Medaille liegen lassen eigentlich? Sieht nicht so... Ah, ich dachte aber. Bitte, da hinten? Habe ich die hier erwischt? Ja, die scheine ich erwischt zu haben. Ach so, da hinten gibt es auch noch eine. Ach so, das wusste ich gar nicht mehr. Ja, dann gehen wir mal da nachsehen. Ich hoffe, das sind keine Gegner mehr. Nein, keine Gegner mehr. Wo ist die Medaille? Wo? Da oben, da oben. Ah, wusste ich gar nicht mehr. Verstehe. Bam. So, 15 von 15. Könnte man sagen, wir haben 100% gemacht von diesem Mini-Auftrag. So,
Das war eigentlich mein Ziel. Gut, ist hier auf dem Friedhof noch irgendjemand, der Stress will? Sieht nicht so aus. Gut, hier ist die Kirche. Gut, aber Leute, bevor wir sie öffnen, würde ich sagen, das war's für heute mit Resident Evil 4. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich sage wie immer, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.